Liebe Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, GEW. Ich bin Lehrer. Ich bin euer Mitglied. Und ich erwarte etwas von euch. In Corona-Zeiten insbesondere. Ich erwarte jetzt Aufklärung. Ich möchte wissen, wie viele Lehrer sind an Corona verstorben, an Covid-19, in deutschen Kliniken. Wie viele Lehrer haben sich in welchen Bundesländern angesteckt mit dieser bösartigen Krankheit? Wo haben sie sich angesteckt? Im Urlaub oder im Unterricht? Was sagen die aktuellen Studien? Welche evidenzbasierten medizinischen Erkenntnisse liegen diesbezüglich vor? Was habt ihr dazu zu berichten? Ihr müsst uns vertreten. Ihr vertretet die Ideale der Aufklärung. Ihr vertretet das Bildungssystem sozusagen, ja, in gewisser Weise, weil das, was ihr als Richtlinien rausgebt für eure Mitglieder, für eure Lehrer, das ist in gewisser Weise schon irgendwie wichtig. Das möchte man lesen. Ich möchte kein Blabla lesen. Ich möchte nicht den Quatsch lesen, den ich sowieso den ganzen Abend lang im Fernsehen sehe und der völlig undifferenziert einfach weiterhin behauptet, es würden gerade Millionen von Toten verhindert durch die ergriffenen Maßnahmen. Was wir aktuell wissen, ist, dass wir nicht mehr den Zustand von März vorliegen haben. Es ist inzwischen September und es ist neues Nachdenken angesagt. Und wir müssen jetzt Bilanz ziehen über unsere Erfolge und unsere Misserfolge. Was wurde unternommen? Wer hat gut abgeschnitten? Wir müssen auch mal gucken, wie läuft es in Schweden? Sind die nicht vielleicht besser gefahren mit dem, was sie machen? Weil wenn bei uns immer noch welche sterben, häppchenweise, in Schweden sind sie aber auf einem Haufen am Anfang gestorben, es sind aber womöglich die gleichen Leute, dann fragt man sich natürlich, können wir diese Kinderquälerei, diese Quälerei von Alten, diese Maskenquälerei, diesen ganzen Unfug, der jetzt gerade noch so läuft, können wir das überhaupt noch rechtfertigen? Das ist jetzt eine persönliche Meinung von mir, klar. Kann ja auch sein, dass es Argumente dafür gibt. Aber insbesondere die GEW hat dort eine hohe Verantwortung, diese Erkenntnisse offen zu legen für ihre Mitglieder. Und sie wissen ja, was passieren könnte, wenn der Eindruck entstehen würde, dass Untätigkeit vorliegt, dass Interessenlosigkeit vorliegt, dass Fehlinformation vorliegt, dass Fake News und Hate Speech verbreitet werden, falls die GEW auf die Idee kommen würde, die Wortwahl von Frau Eskens zu übernehmen, von den Covidioten meine ich oder so, ja. Also es sind ganz eindeutig Dinge in den Berichterstattungen gelaufen in den letzten Monaten, die ich mir nicht von der GEW wünsche, sondern die GEW ist für mich ein ausgleichendes Element. Eine Gewerkschaft, die natürlich der Aufklärung verpflichtet ist. Wenn Sie meine Erwartungen diesbezüglich enttäuschen sollten, dann sind das nicht nur meine Erwartungen. Das sind die Erwartungen einer ganzen Gesellschaft. Das sind die Erwartungen von Direktoren, von Lehrern, von Schülern, von Eltern. Das sind Erwartungen des Bildungssystems quasi, dem wir alle angehören. Wir wollen den Menschen etwas beibringen. Wie sollen wir das tun können, wenn wir schon daran scheitern, die ganz einfachen Fakten zu Corona mitzuteilen? Die Mortalität dieser Krankheit, die Wahrscheinlichkeit, dass Lehrer und Schüler sich damit anstecken, die aktuelle Gefährlichkeit von Corona können wir ablesen an den Krankenhauszuständen. Denen geht's gut oder eher schlecht wegen Kurzarbeit. Da ist nichts los. Es gibt keine neuen Covid-19-Patienten, soweit ich weiß. Eine Clan-Mutter ist gerade verstorben hier in Berlin. Die hat seit April im Krankenhaus gelegen. Angeblich Covid-19, ja, aber wenn jemand so lange mit so etwas rumhühnert im Krankenhaus auf einer Station in Berlin, dann kann man auch mal die Pathologie einschalten, wenn man das genau erklären möchte. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die muss eigentlich jetzt immer gefordert werden.
Jeder weitere Covid-19-Tote bitte ab in die Pathologie, Todesursache klären und die richtige Todesursache eintragen. Ja? So gerüchteweise habe ich ja schon gehört, dass man inzwischen Covid-19-Tote kaufen kann, indem man irgendwelche Toten umdeklariert. Müssen Sie nicht glauben. Kann ja auch gar nicht wahr sein. Ist aber möglich. Also, liebe GEW, wir brauchen Zustände in der Schule, dass wir unterrichten können. Und ihr seid Teil der Aufklärung. Und wenn ihr das nicht macht, tja, was bleibt denn von euch dann noch über? Rechtsbeistand, wenn ich solche Sachen sage? Habe ich euren Rechtsbeistand, wenn ich aufkläre als Lehrer? Wenn ich diese Zahlen auf den Tisch lege, springen dann eure Rechtsanwälte ein, um mir zu helfen, wenn jetzt irgendjemand aus den Schulbehörden auf mich zukommt und sagt, Kompetenzüberschreibung, dürfen Sie gar nicht verraten, das? Ja, hallo, geht doch gar nicht, oder? Also, vieles von dem, was man im Moment unter den Teppich kehrt, sind Fragen, die nicht beantwortet werden sollen. Geht doch gar nicht. Schule fängt mit Fragen an und die werden beantwortet und intelligente Menschen untersuchen und kriegen die Wahrheit raus und die werden sie auch rauskriegen. Und welche Konsequenzen das hat, ist der GEW doch sicherlich klar. Ich kann es ja schon mal vormerken für nächstes Jahr. Eine kleine Überprüfung ihrer Leistungsbilanz und mir dann mal überlegen, ob überhaupt noch etwas anderes übrig bleibt als ihre Schlüsselversicherung, für die ich jetzt monatlich zahle. Wenn dem so ist, dann wäre das eine sehr magere Bilanz. Liebe GEW, werdet tätig, sofort und auf der Stelle. Setzt euch zusammen mit Eltern und Schülern gegen die Maskenpflicht, mit den Direktoren der Schulen und den Direktorinnen natürlich auch. Und jetzt weiß ich auch nichts mehr. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Aufklären.